Die Planeten ist eine App für Smartphones, Apple oder Android und Kopfhörer, AirPods, was auch immer, mit der man die Planeten, dieses große, berühmte symphonische Werk von Gustav Holst, das von allen Filmmusikkomponisten dieser Welt verarbeitet wurde, das kann man erleben als interaktiven, immersiven Hörspaziergang im Park, wie zum Beispiel hier. Man schlüpft in die Rolle eines Piloten, eines Raumgleiters, mit dem fliegt man von Planet zu Planet, den muss man erstmal finden. Wir benutzen sogenanntes binaurales Audio und ich höre den Planeten aus der Richtung, dann muss ich ihn finden. Das ist ein bisschen wie eine Schnitzeljagd, wie eine Schatzsuche. Und dann fliege ich mit meinen Füßen dorthin, lande auf dem Planeten und kann dort die Musik, die zu diesem Planeten gehört, als Klangfeld erleben. Ich kann im Orchester umeinander laufen und die Musik in einer Dimension erleben, wie es der Konzertsaal nicht ermöglicht. Das begann als ein Spiel und es wurde ein musikalisch-künstlerisches Gesamterlebnis. Man fängt auch spielerisch an mit dem Besteigen des Raumschiffs. Und in dem Maß, wie man ins All entschwebt, steigt man auch in die Musik ein und wird wirklich entfernt aus seiner ganzen Umgebung und findet sich in großer Ferne dann auf dieser Wiese wieder. Fascinating. And I like, you know, when you walk around, how it changes your sound perspective on different orchestra sections. So that's very clever. I just had an opportunity to experience this amazing app for the first time and I'm simply blown away. It just took me into a musical tour that even as a conductor, being next to all the action, to all the musicians, I have never experienced. Because even from conductor's perspective, you hear a blend of all the instruments. And while in this app, I can literally stand next to individual musicians. So that gave the music that I already know additional spatial dimension, which is truly fascinating, and I highly recommend you to try it out.